Und hier habt ihr mal wieder so einen kleinen Einblick über das heutige Video. Es gibt einen Wocheneinkauf, ein Haul. Wir werden unseren Hauswirtschaftsraum abändern. Hier habt ihr einen kleinen Vorgeschmack. Das Ergebnis seht ihr ganz am Ende. Natürlich wird aufgeräumt. Ihr wisst, auf meinem Kanal handelt sich alles ums Aufräumen. Dann erledigen wir natürlich auch noch Sonderaufgaben. Doch begonnen hat an diesem Tag alles mit einem Wocheneinkauf. Und den seht ihr jetzt. So, hier habt ihr mal wieder so einen kleinen Einblick über den heutigen Einkauf. Und ihr wisst ja, wie wir starten werden. So, wir beginnen hier mit dem Baguette. Alex hat sich diesmal Champignons geholt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht keine anderen gab. Dann Dinkelbrötchen. Die Verpackung ist übrigens eine ganz neue. Ich weiß nicht, ob die irgendwie neu sind, ob die von der Lidl-Eigenmarke sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall sagt mir das hier auch nichts. Dann haben wir Hähnchenbrustfilet für die Woche. Ich plane zwei Rezepte mit Fleisch. Und für ein Rezept habe ich bereits genug Fleisch zu Hause, aber für das zweite nicht. Dann gab es nochmal zweimal Baguette und zwar mit Knoblauch. Wir haben gestern, glaube ich, das letzte Baguette aufgegessen. Deswegen musste was nachgeholt werden. Dann haben wir hier die Schinkenfleischwurst. Den Delikatesse-Koch-Hinterschinken. Hier haben wir den Pfefferschinkenbraten. Da sind wieder so Sachen, so ein paar für Alex, ein paar für mich, wie zum Beispiel der Wildlachs. Der ist definitiv was für mich. Und sowas zum Beispiel hier, die Hähnchenbrust mit den Jalapenos, die ist definitiv für Alex. Den Gomero-Schinken, der sieht heute wieder richtig, richtig klasse aus. Ich werde gleich, wir müssen nämlich gleich frühstücken, die ersten zwei Scheiben in die Mikrowelle packen für mein Brötchen. Dann haben wir hier auch die Salami und auch wieder in Schwein. Die andere, die in Geflügel, die ist immer etwas kräftiger von der Farbe her. Deswegen erkennt man das immer sofort, finde ich. Dann Mozzarella. Ich habe gestern ein Brötchen mit Mozzarella und Tomaten gehabt. Tomaten aus dem Garten und den Mozzarella. Es war so verdammt lecker. Ich habe das schon Ewigkeiten nicht gegessen und irgendwie habe ich das wieder gebraucht. Deswegen habe ich Alex darum gebeten, nochmal eine Packung zu holen. Geflügelmortadella einmal. Leberwurst in Fein. Wieder zwei Packungen. Das geht immer ziemlich schnell weg. Und das Gute daran ist, Max kann sich halt sein Brot immer mit Leberwurst selber schmieren, weil die Packungen ziemlich klein sind. Weiß er, dass er eine ganze aufbrauchen kann. Und dann war es das. Und ich mag das immer, wenn die Kinder eigenständig handeln können. Egal ob zum Frühstück oder zum Abendbrot. Zum Mittag mache ich es ja dann immer. Dann haben wir hier wieder Tilsiter, eine Packung. Ihr wisst ja, Brot und Wurst und so kaufen wir eigentlich immer wieder dasselbe nach. Dann Speisequark, einmal Weidenbutter, beides von Milbona, also von der Lidl-Eigenmarke. Und Alex wollte wohl auch noch unbedingt Kräuterbutter haben, deswegen hat er diese hier geholt. Was ganz gut ist, denn er hat die Kräuterbutter geholt, er dachte, das ist die Knoblauchbutter. So kann ich die Knoblauchbutter heute dann selber machen. Hier in der Ecke haben wir auch wieder einiges. Einmal Küchenrollen, wieder die dreilagigen. Sechsmal Milch. Wir haben noch sechs Packungen zu Hause. Wie gesagt, bei der Milch ist es so, dass wir so eine Palette kaufen, also so einen Karton mit 12 Packungen. Und die reichen meistens so für 2 Wochen. Früher war das wirklich so, dass wir noch viel, viel mehr mit Milch getrunken haben. Inzwischen haben wir auch Hafermilch zu Hause, den wir dann trinken. Und Emma mag nicht mehr so gern Milchreis. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so den starken Verbrauch an Milch. Dann haben wir hier Apfel-Kirsch-Trinkpäckchen und zwar zweimal. Wie gesagt, es ist wieder die Zeit, wo die Kinder öfter vorbeikommen. Wir stehen kurz vor den Ferien. Das heißt also, wir brauchten wieder ein bisschen was, um die Kinder hier alle versorgen zu können. Wasser in Medium, Wasser in Still, beides Neunerträger. Dann haben wir hier, oh, ich heb euch das mal hoch, so ein Multifruchtpäckchen. Diese Apfel-Kirsch-Päckchen, die trinkt Emma ganz gerne und die hier, die mag Max, deswegen haben wir die gleich mitgeholt. 3 Packungen Schlagsahne zum Auffüllen der Vorratskammer. Zweimal Sahne aufs Brot, eine Packung Dinkelschnitten, zweimal Tortilla Wraps. Dann hat Alex Brötchen geholt fürs Frühstück. Allerdings hatte ich gerade welche gestellt. Ich wusste nämlich nicht, dass er welche holen will. Hier sind 3 Laugenbrötchen und 3 ganz normale Weizenbrötchen. Dann haben wir hier auch wieder das Weizenmischbrot. Buttertoast zweimal. Ihr wisst ja, das sind wieder so die Sachen, die wir immer wieder zu Hause brauchen. Dann haben wir hier Bockwurst im Glas. Kokosmilch in der Dose für ein Rezept in dieser Woche. Ich werde das euch gleich aber auch nochmal vorstellen. Diese Cola gab es heute, glaube ich, gratis zum Einkauf ab 10 Euro dazu. Dann einmal Orangensaft und diesen Prosecco, den gab es auch kostenlos. Ich glaube, ab einem Einkauf von ebenfalls 10 Euro, vielleicht auch 30, ich bin mir nicht sicher. Zweimal Mayo. Zweimal Ketchup, wieder zum Auffüllen der Vorratskammer. Wobei ich sagen muss, das geht bei uns immer sehr, sehr schnell weg. Die Kinder mögen es auch inzwischen, sich ein Toastbrot zu nehmen, etwas Ketchup drauf zu machen und dann eine Scheibe, entweder Wurst oder Käse. Darauf stehen sie momentan. Deswegen haben wir sogar einen stärkeren Ketchupverbrauch als sonst schon immer. Zweimal passierte Tomaten, einmal Spätzle. Alex hat die Bio-Version geholt. Dann haben wir hier wieder einige Gewürze zum Auffüllen. Hier haben wir Knoblauch, hier haben wir Zimt. Dann haben wir Paprika edelsüß und da hinten müsste auch noch Hähnchengewürz sein.
zweimal Spaghetti. Das ist definitiv zum Auffüllen. Wir haben die Woche Spaghetti gemacht und dann geht halt immer so eine ganze Packung Minimum weg. Hier haben wir dann frische Eier. Ihr wisst ja, zu frischen Eiern, was ich dazu immer zu sagen habe. Es sind keine Bio-Eier, es sind nicht die Eier von den eigenen Hühnern zu Hause. Aber die sind zumindest nicht gekocht. Deswegen sage ich frisch. Dann haben wir hier so ein paar Süßigkeiten und Chips. Ihr wisst ja, beim letzten Einkauf, der ist jetzt wahrscheinlich auch schon 2 Wochen her, haben wir ja gar keine Chips und gar keine Süßigkeiten mehr geholt, weil wir nämlich den Rest erstmal aufbrauchen wollten vom letzten XXL-Einkauf. Und deswegen haben wir jetzt was nachgeholt. Hier haben wir ganz normale Paprika-Chips. Hier haben wir Nachos und zwar mit Käse. Hier haben wir die geriffelten Chips, ebenfalls mit Paprika. Teddybär-Chips. Hier haben wir Butter-Schokokekse. Natürlich die Karamellwaffeln. Ihr wisst ja, Alex kann irgendwie nie auf die verzichten. Auch wieder einiges an Nüssen. Hier sind welche mit Honig und Salz. Ich finde die ganz lecker. Und das ist übrigens so ein Mix mit Cashews und Erdnüssen. Und hier haben wir Erdnüsse im Teigmantel und die sind mit Paprikagewürz. Und die schmecken auch sehr gut. Wie gesagt, unsere Kinder mögen beides. Deswegen kommt sowas halt auch immer wieder mit. Dann haben wir hier riesengroße Schokoladentafeln. Hier sind welche mit Erdnüssen und Karamell. Und hier sind welche mit Waffeln und Schokolade. Ganz ehrlich, wir kaufen selten mal Schokoladentafeln. Deswegen ist es schön, so ein bisschen was an Abwechslung zu Hause zu haben. Schokogebäck einmal, Keks-Sandwiche auch einmal. Wie gesagt, das hier wird jetzt, also dieser Einkauf hier, der wird wahrscheinlich jetzt auch wieder für 2 Wochen reichen. Das ist momentan ganz praktisch und dann kaufen wir in der Woche, beziehungsweise dann auch in der kommenden Woche, immer nochmal so das Nötigste nach, wie zum Beispiel Obst und Gemüse und halt auch Brot. Aber hier haben wir einen Sack mit Äpfeln und ich glaube, das sind die süßen. Nee, das sind diesmal die süß-säuerlichen. 2 Kilo. Dann haben wir hier auch Orangen. 1,5 Kilo Orangen und ich liebe gerade die Zeit, weil es Orangen gibt. Ein Weißkohlkopf, ein Eisberg, weil ich nämlich Wraps plane in der kommenden Woche. Hier sind 2 Gurken. Leider haben wir keine Gurken mehr aus dem Garten. Wir haben noch einige Tomaten. Deswegen seht ihr hier beim Einkauf keine Tomaten und keine Kartoffeln. Denn beides haben wir noch. Übrigens auch Kohlrabi, die haben wir auch. Und wir haben auch eigentlich Weißkohl, den müssen wir aber probieren. Wir haben den allerdings nicht so groß, sondern unserer ist vielleicht so. Und wir wissen nicht, ob er wirklich gut sein wird. Dann gibt es wieder Kakis. Es ist mal wieder die Zeit, wo man Kaki kaufen kann. Und Alex hat extra nicht ganz so viele gekauft. Wir lieben nämlich Kakis. Also wir können die von morgens bis abends essen. Ich weiß aber nicht, ob sie noch so mehlig schmecken. Kennt ihr das? Wenn die noch nicht reif genug sind oder wenn es noch nicht genau die Zeit ist, dann haben die so einen mehligen Geschmack und das mag ich nicht. Deswegen müssen wir die unbedingt testen. Das wird übrigens gleich nach dem Frühstück passieren. Dann haben wir hier 2 Bündel Bananen und Weintrauben. Denn ich habe noch einen ganzen Käseblock sozusagen zu Hause und ich will mal wieder die Käse-Weintraubenstangen für uns machen oder Sticks. Ja, und das war sozusagen der Einkauf. Und ja, der ist diese Woche geschehen, aber ich denke mal, das wird für 2 Wochen ausreichen. Momentan kommen wir nämlich mit dem Einkauf immer sehr, sehr gut hin. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch meinen Wochenplan zeige, beziehungsweise erzähle, was wir in der Woche alles planen. Und weil ich dies aber in keinem gesonderten Clip gemacht habe, wollte ich es zumindest hiermit einfügen. Am Montag waren Wraps geplant, am Dienstag roter Reis, also sprich einfach nur Reis mit etwas Paprika und Knoblauch und passierten Tomaten. Dann am Mittwoch eine Kürbissuppe. Deshalb halt auch der Kürbis aus dem Garten von Alex' Eltern. Dann hatten wir am Donnerstag gedünstete Kartoffeln mit Fleisch, was super lecker war. Ein typisch russisches Gericht. Sehr einfach zum Zubereiten und vor allen Dingen sehr schnell. Und ihr wisst ja, das mag ich am meisten. Am Freitag gab es dann Nudeln mit einer Kürbissoße. Und das mag ich ganz gerne, wenn ich einen Kürbis habe, dass ich dann 2 Gerichte daraus plane. Denn ich brauche selten mal einen ganzen Kürbis für ein Gericht. Am Samstag waren Pidaschki geplant. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese habe ich nicht gemacht. Dafür haben wir den Weißkohl eigentlich gekauft. An dem Tag gab es dann Reste, denn wir hatten wirklich noch einiges über. Und am Sonntag gab es dann Schupfnudeln. Das ist einfach so ein typisches Sonntagsgericht. Wenn es keine Reste an dem Tag gibt, dann gibt es Schupfnudeln. Und die habe ich euch ja auch schon öfter gezeigt. Übrigens mache ich sie an diesem Tag sogar fertig. Den Clip habe ich euch dann mit eingefügt, das werdet ihr aber im Anschluss nochmal sehen. Ja, in dem heutigen Video, das habt ihr ja schon gesehen, haben wir zuerst den Wocheneinkauf erledigt, dann ging es weiter an die Wäsche. Und das, was ihr hier gerade seht, das ist das letzte Mal, dass ich die Wäsche auf diese Art und Weise mache. Denn unser Hauswirtschaftsraum war an dem Tag dann vollkommen verändert worden. Alex hat ein bisschen was gemacht, ich konnte ein bisschen was erledigen
Und seitdem ist es aber auch wirklich so, ich sortiere meine Wäsche zwar immer noch nach Farben und auch immer noch so akribisch wie in diesem Fall, allerdings sammelt sich nicht mehr ganz so viel Wäsche an. Und der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Vorher war es halt immer so, dass ich die dreckige Wäsche reinbringen musste und sie hinstellen musste. Und dann konnte ich nichts mehr mit ihr machen, denn unser ganzer Hauswirtschaftsraum war voller Wäscheständer, auf denen dann die Wäsche getrocknet ist. Ich musste also immer warten. Ich konnte nicht einfach so irgendwie unter den ganzen Wäscheständern durchkrabbeln, um die Wäsche zu sortieren. Das heißt, ich musste warten, bis ich diese Ladung abnehmen konnte, um dann wieder zu sortieren, um dann wieder neue Wäsche zu stellen und so weiter. Jetzt ist das System ein anderes und seitdem helfen mir die Kinder auch viel, viel lieber. Sie können das ja auch, denn wir haben jetzt tatsächlich Platz in unserem Hauswirtschaftsraum. Und seitdem ist es so, dass wir, ich würde nicht sagen jeden Tag, aber schon so jeden zweiten, jeden dritten Tag spätestens runtergehen, die Wäsche von oben mit runternehmen und dort dann anfangen zu sortieren. Die Kinder haben auch einen ganz genauen Plan, wo was reinkommt, also wo welche Farbe reinkommt von der Wäsche. Wie ich das Ganze dann gemacht habe, seht ihr natürlich nochmal am Ende. Ihr wisst ja, ich zeige euch ja den gesamten Prozess sozusagen, wie das hier abläuft. Aber meine Kinder helfen seitdem halt super gerne mit. Die sehen das als ein Spiel. Das ist total witzig. Aber seitdem das System sich so ein bisschen geändert hat, ist das Ganze für sie total aufregend. Und sie sagen selber, das ist halt wirklich wie so ein Spiel auf einer App. Bloß, dass das im echten Leben der Fall ist. Und seitdem sie mithelfen, funktioniert das definitiv einfacher. Ich finde es auch schön, dass sie langsam in diese Routine reinkommen, wo was hingehört, wo sie was reinzuschmeißen haben. Das macht mir die Arbeit natürlich dann auch viel, viel einfacher. Und vor allen Dingen, ich bin sicher, sie werden später dieses System hier übernehmen. So habe ich es ja auch damals von meiner Mutter übernommen. Ich denke, das, was man von zu Hause kennt, übernimmt man dann in seinen Alltag, also in seinen Erwachsenenalltag. Und dann ist es einfach schön, wenn sie wissen, welche Farben man miteinander waschen kann und welche nicht. Ich muss nur noch versuchen, Alex beizubringen, wie unser System funktioniert. Denn die Kinder haben es zwar schon super drauf, bei Alex hapert es aber noch so ein bisschen. Denn ich habe dann irgendwie ein blaues Handtuch in der blauen Wäsche entdeckt. Alex versteht halt noch nicht, dass wir die Handtücher separat waschen. Das haben die Kinder aber schon drauf. Also ich muss sagen, hey, ein großes Lob auch hier in dem Fall an mich, dass ich das den Kindern so schnell beibringen konnte. Aber ich glaube, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Kinder sind wirklich wie so Schwämme. Die saugen ja alles in sich ein. Und solange man ihnen das von klein auf beibringt, ja, desto einfacher wird es natürlich dann auch später. Ich denke, das war der beste Weg, es jetzt auf diese Art und Weise so zu machen, als es gar nicht umzusetzen, beziehungsweise die Kinder nicht daran teilhaben zu lassen. Denn normalerweise versuche ich ihnen nicht ganz so viele Aufgaben zu geben. Aber, und das wisst ihr auch, seit ungefähr einem Monat oder so haben wir einen etwas strikteren Alltag und seitdem läuft es bei den Kindern auch wirklich viel besser. So, Alex wird gleich mit den Kindern rausgehen und hier alles fertig machen. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Eigentlich waren hier früher die Kartoffeln, die sind ja schon längst weg. Hier ging es weiter und das hier wird gleich alles geerntet. Bis auf die Möhren. Die kamen jetzt erst. Ich denke, die Radieschen kommen auch weg. Und das alles kommt raus. Und ihr könnt vielleicht sehen, dass da ist eingestürzt. War nur provisorisch aufgestellt, deswegen ist das nicht schlimm. Aber wir müssen gucken, dass wir was retten. Dass wir das retten, was noch zu retten ist sozusagen. Und dann kommt auch das hier weg. Und dann haben wir hier einfach nur die Erde bis zum nächsten Jahr. So, ich habe jetzt nochmal einen kleinen Haul für euch. Also ihr seht, wir waren wieder unterwegs. Ich zeige euch jetzt erstmal die Ausbeute von Müllmax. Das war nämlich nur eine Sache. Und zwar haben wir bei Müllmax was gekauft, was ihr nicht sehen könnt. Ich zeige euch das mal hier vorne. Ihr habt ja vielleicht noch das Video gesehen, wie wir die Terrasse aufgebaut haben, beziehungsweise wie wir dort alles sauber gemacht haben. Beim Bau selbst habe ich euch ja nicht mitgenommen. Aber mir fehlte dort irgendwie so ein irgendwas für die Schuhe. Wir haben ja einige Schuhe, mit denen wir rausgehen und ich hatte kein Schuhregal. Und hier haben wir ein ganz günstiges bei Müllmax gefunden. Es sieht jetzt auch nicht super edel aus oder so, aber es lässt sich leicht reinigen. Das war mir wichtig. Ich wollte erstmal eins kaufen, wo wir Holzplatten gehabt hätten. Die lassen sich aber schwer reinigen. Deswegen haben wir jetzt welche genommen, wo wir so eine Metallstange haben. Und Metall lässt sich nun mal leichter reinigen als Holz. Und das bauen wir dann auch gleich zusammen auf. Aber ja, das war das, was wir geholt haben. Die Preise blende ich euch hier auch ein. Dann waren wir bei IKEA. Und bei IKEA, das war so der Grund, warum wir eigentlich erst los sind. Da haben wir einiges geholt.
Das Wichtigste zeige ich euch gleich. Das ist ein Projekt, was ihr heute sehen werdet und ich bin schon so tierisch aufgeregt. Aber ja, etwas, was wir dort geholt haben für die Kinder, wir fangen mal mit so den kleineren Sachen zuerst an, ist das hier vorne. Ihr kennt das vielleicht aus eurer Jugend. Das ist ganz toll zum Mathe lernen oder zum Rechnen lernen. Das ist ein Rechenschieber. Ich glaube, so heißt er auf Deutsch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Als Max damals kurz vor der Einschulung stand, wollte ich ihm unbedingt so ein Teil hier besorgen, weil ich das richtig klasse fand. Und ich konnte sie damals nirgends entdecken, außer im Internet. Und dort haben die 30 Euro oder so gekostet. Und für 30 Euro fand ich das Ganze ein bisschen zu extrem. Deswegen war ich ganz glücklich, dass ich es jetzt gefunden habe. Zumindest dann für Emma. Max hat ja Gott sei Dank keine Probleme in Mathe. Emma ist noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ob sie Probleme hat oder nicht, aber zumindest hat sie jetzt so einen Rechenschieber und der hat bei IKEA, ich glaube, knapp 10 Euro gekostet. Dann, das Video werde ich euch auch gerne verlinken, haben wir ja in Emmas Zimmer einen neuen Schreibtisch hingestellt. Wir haben die ganzen Klamotten dort ausgemistet und alles neu einsortiert in den Kleiderschrank und so. Also Emmas Zimmer ist momentan auf einem klasse Stand. Ihr fehlt aber noch ein Schreibtischstuhl. Und dafür haben wir diesen hier von IKEA geholt. Ich denke, ihr kennt den alle. Der hat einen rosa Aufsatz, also so einen rosa Sitz. Der hat hier keine Armlehnen oder ähnliches. Der ist wirklich ganz, ganz schlicht. Den müssen wir auch gleich aufbauen. Und das hier ist sozusagen der Fuß des Stuhls. Der hat Rollen. Das heißt, sie könnte sich theoretisch rollen. Und der lässt sich auch ein bisschen hochschieben. Also das ist ein Stuhl, der ist wirklich super klein. Der ist genau für ihre Größe jetzt. Und den kann man dann auch immer so hochschieben. Das ist nicht super modernes. Das ist eher sozusagen die Art und Weise, wie es früher bei den Stühlen war. Die man dann immer so drehen musste, damit sie hoch oder runter gehen. Ja, der hier kam dann auch mit. Dann geht es jetzt erstmal weiter mit einem Kissen für Max. Wir wollten letztes Mal schon ein Kissen für ihn holen und haben es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, er muss definitiv Probe liegen. Das wird so einfach nicht funktionieren. Er hat sich für dieses Kissen hier entschieden. Ich bin gespannt, wie er das tatsächlich findet, wenn es erstmal dort liegt. Aber ich bin wirklich der Ansicht, dass das hier besser ist als das Kissen, was er momentan hat. Und glaub mir, ich habe Alex versucht zu überreden, dass er sich auch ein Kissen holt, weil Alex Kissen so stark müffelt. Und das ist ja so ein russisches Kissen. Das wurde wahrscheinlich in diesen 30 Jahren, die das Kissen jetzt auf dem Buckel hat, kein einziges Mal gewaschen, bis ich es versucht habe. Und bei mir hat das dann definitiv nicht mehr geklappt. Also man hat diesen Gestank nicht rausbekommen. Es war tierisch eklig. Und Alex muss die beiden Kissen von sich definitiv austauschen. Eins liegt bei Emma momentan mit im Bett, weil er dort ja schläft. Und eins bei uns im Schlafzimmer, weil er dort auch schläft. Das heißt, er wandert dann nachts rüber, wenn sie weint. Beide Kissen müffeln extrem. Deswegen hoffe ich, dass er irgendwann sich für ein neues Kissen entscheidet. Er hat diesmal aber den Kauf verweigert, weil er gesagt hat, er liebt seine Kissen. Ja, da kann man nichts machen, ne? Und dann haben wir das hier geholt und zwar ist das für die Küche und eigentlich gehört das so rum und es kommt an die Wand, wo wir momentan diese Bilder hängen haben, diese kleinen Cocktailbilder. Dort kommen die dran und für diese Wand habe ich auch noch solche Griffe oder solche Befestigungen hier mitgenommen. Hier sind jeweils immer zwei Stück drin. Ich habe drei Packungen genommen. Und dann habe ich auch noch welche genommen, die da so ein bisschen runterhängen. Hier sind insgesamt fünf Stück drin. Und bei IKEA gab es leider keine richtigen Behälter, die ich benötige. Denn ich möchte das Teil hier nutzen und so eine Art Kräutergarten dort anlegen. Sodass ich sozusagen kleine Kästen habe, die nicht allzu groß sind, die ich dann dort hängen haben kann. Damit ich einfach so ein bisschen Grün in der Küche habe. Das ist etwas, was ich momentan total vermisse. Und die hatten aber nichts dergleichen. Also entweder hatten die Behälter dann Löcher, also dass sie sozusagen die Erde nicht halten können, wenn ich dort meine Kräuter einpflanze. Oder sie waren halt einfach viel zu flach, dass dort nichts wachsen würde. Deswegen werde ich mir dann wahrscheinlich Töpfe oder Behälter bei T-Docs oder so holen. Also irgendwo, wo es auch günstig ist. Vielleicht sogar bei Action. Und dort dann Löcher reinschrauben und die dann hier dran befestigen und dann hinhängen. Und so kann ich dann auch immer gucken, wie ich das Ganze gerade sortieren möchte. Ich wollte eigentlich zwei von den Teilen hier haben. Da wir aber nicht sicher waren, ob wir das so mit diesen Behältern hinbekommen, wie wir es gerne möchten oder wie wir es momentan planen, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt erstmal eins mit, denn ich glaube, es war recht teuer. Ich glaube, so ein Teil kostet 20 Euro. Und ja, als einfache Wand sozusagen war mir das einfach zu schade, dann nochmal 20 Euro auszugeben und die dann vielleicht nicht zu nutzen. Wobei ich euch sagen muss, das wäre auch eine super Alternative für den Bereich über dem Schreibtisch bei Emma im Zimmer. Da könnte man dann nämlich diese flachen Behälter von IKEA hinhängen und dann ihre Stifte rein tun in den einen, irgendwelche Radiergummis in den anderen und so weiter. Und dann hätte sie Platz.
Darüber habe ich nicht nachgedacht, sonst hätten wir wirklich ein zweites mitnehmen können. Aber nun ja, so ist es jetzt nun mal. Dann geht es jetzt mit etwas weiter, was sozusagen der Hauptgrund war, weshalb wir zu IKEA wollten. Etwas, womit wir uns auch gleich beschäftigen werden. Ein mega großes Projekt, das wir schon seit Monaten planen, aber einfach nicht umsetzen konnten wegen der Terrasse, weil sie ja noch nicht fertig war. Jetzt, wo es fertig ist, haben wir diese Behälter hier geholt. Die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Die sind von IKEA. Der Deckel lässt sich einmal komplett abnehmen. Und einmal hier oben einklappen. Und ich zeige euch dann gleich, wie ich mir das gedacht habe, wenn erstmal alles fertig ist. Denn dann werde ich ja die Wäsche hier reinlegen. Aber, und das ist genau der Grund für den Kauf, es ist für die Wäsche. Ich möchte hier vorne für die Kinder ein Bild dran kleben mit den jeweiligen Farben, die hier reingehören. Ihr wisst ja, meine Wäsche sortiere ich immer nach Farben, sodass die Kinder das dann einfach hochmachen können. Die rote Wäsche zum Beispiel hier reinschmeißen können, die blaue in die nächste Box und so weiter. Von diesen Boxen haben wir 8 Stück mitgenommen und ich zeige euch dann das Endergebnis sozusagen im heutigen Video. Aber ich denke, dass das hier definitiv besser ist als die gelben Säcke, die wir momentan verwenden. Und es ist definitiv umweltfreundlicher. Die waren recht teuer. Ich glaube 18 oder 17 Euro oder so pro Box. Aber wir haben die ja wirklich dann eine lange Zeit über. Und selbst wenn wir irgendwann mal sagen, wir waschen die Wäsche nicht mehr nach der Art und Weise oder auf diese Art und Weise, dann können wir die immer noch für irgendwelche anderen Sachen in der Garage benutzen. Aber für den jetzigen Zeitpunkt, denke ich, wird das optimal sein. Und natürlich muss da auch irgendwas an die Wand oder irgendwas dahin, worauf die Boxen stehen können. Und das hat Alex dann bei Thom Baumarkt besorgt. Das werdet ihr nicht sehen. Ich kann es euch nicht zeigen. Wartet mal. So, und hier haben wir die Regale, wie gesagt, von Thom. So sehen die aus. Die sehen eigentlich genauso aus wie die Regale bei uns in der Garage. Bloß, dass die in der Garage viel tiefer sind und auch breiter und auch höher. Ja, aber vom Stil her sind sie gleich. Und es war uns wichtig, dass dieser Außenrand hier nicht silbern ist, also metallisch, sondern schwarz. Die werden wir dort aufbauen. Auf diese unterste Schiene hier kommen meine Behälter für die Wäsche. Und hier oben drauf kommen dann immer Boxen als so eine Art kleiner Laden, Kaufmannsladen für uns. Sprich, eine Box werde ich zum Beispiel machen und Badezimmer draufschreiben. Dort kommt dann sowas rein wie Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürsten, alles was neu ist, damit ich nicht ständig in den Laden fahren brauche. Ihr wisst ja, wie ungern ich es habe, einkaufen zu gehen. Und ich hoffe, dass das hier gleich richtig, richtig gut aussehen wird. Aber wie gesagt, das ist ja gleich das nächste, was ihr sehen werdet. Und so sieht es momentan hier im Hauswirtschaftsraum aus. Ihr seht ja schon das, wo die Wäsche normalerweise ist. Und es ist nicht mehr ganz so viel hier. Dann ist jetzt hier alles frei, weil wir ja momentan alles auf der Terrasse haben. Übrigens, das hier ist gerade momentan auch im Dauergebrauch. Und hier liegt jetzt alles, was keinen Platz woanders findet. Das Erste, was wir machen werden, sind diese Schränke hier vorne. Und weil in diesem Bereich jetzt alles frei war und ich endlich saugen konnte, habe ich genau das getan. Ich habe einmal die gesamte Fläche gesaugt, auch weil wir da jetzt an die Wand ja was anbringen möchten und im Anschluss hätte ich nicht mehr saugen können. Das heißt, ich musste zusehen, dass das vorher frei gemacht wird. Ja, und dann ging es auch schon für Alex an die Arbeit. Ich habe mich so gefreut, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, als wir dann nach Hause kamen und an dem Tag haben wir so super viel erledigt. Manchmal hat man ja so Tage, da läuft es besser als an anderen. Und das war wieder einer dieser Tage, wo es halt wirklich klasse war. Das heißt, Alex hat hier einmal die Regale rausgeholt und ey, diesen Clip musste ich euch unbedingt mit einfügen. Ihr wisst ja, Alex und seine Anleitungen. Ich liebe das. Jedes Mal, wenn ich die Videos schneide, muss ich echt so lachen, weil man halt sieht, wie unterschiedlich Leute sein können. Ne? Also währenddessen ich noch nicht mal irgendwie ein Rezept zur Hand nehme, was nicht unbedingt immer gut ist, Leute. Es kann wirklich ganz, ganz schlecht ausgehen. Aber Alex ist halt immer so das komplette Gegenteil. Er nimmt sich immer die Zeit für irgendwelche Anleitungen, für Gebrauchsanweisungen. Also der ist da echt so richtig akribisch. Ich sage zu ihm immer, du bist ein besserer Deutscher, als ich es jemals sein könnte. Ja, aber wie gesagt, er hat das wirklich klasse gemacht. Dadurch, dass er die Anleitung zur Hand hatte, hat er das auch sehr, sehr gut umgesetzt. Und ihr seht ja schon, er hat unten eins dieser Körbe reingestellt, um zu sehen, wie hoch der Abstand werden darf. Und wir haben 2 von diesen Regalen gekauft. Ich habe euch das nicht in beiden Fällen sozusagen laufen lassen, weil die Sonne ja zwischendurch wirklich richtig, richtig aufgeht und dann ist alles total hell. Und Alex hat ja immer so keine Ahnung von der Kamera, ist ja auch nicht sein Gebiet. Und deswegen war die Qualität dann keine gute. Jetzt seht ihr das Ergebnis. So
sieht es nun aus, wo Alex diese Regale hier aufgebaut hat. Und ich meine, guckt euch das mal an. Wie toll ist das? Da ist jetzt noch alles offen. Und es sieht nach wenig Platz zum Durchgehen aus. Ist es aber gar nicht. Also ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. So haben wir die jetzt aufgebaut. Hier ist eine kleine Fläche. Hier sind zwei gleich große Flächen. Und hier sind die großen Flächen für die Behälter, die wir gleich für die Wäsche hinstellen. Hier kommen jeweils zwei Stück rein, sodass hier vier stehen werden. Hier werde ich zwei aufeinander stapeln. Denn, ihr könnt es ja vielleicht schon erkennen, wir haben hier nicht ganz so viel Platz. Vielleicht packe ich auch nur einen hier hin und der Rest, der wird erstmal hierhin hingestellt. Denn eigentlich soll hier so ein Tisch drüber. Also so eine Art Brett, das aber schöner ist als zum Beispiel das hier. Und da drunter sollen dann die einzelnen Behälter stehen. Hier kommen jetzt erstmal sozusagen die vier Behälter nebeneinander, die wir häufig benutzen von der Farbe. Und den Rest werden wir dann sehen. Ja, und dann ging es auch schon für mich an die Arbeit. Ich habe diese ganzen Behälter vorher sauber gemacht. Ich hatte ja die Zeit, solange wie Alex die Schränke aufgebaut hat, war ich im Flur damit beschäftigt, diese Kisten hier zu säubern. Einfach nur, damit sie einmal so richtig sauber sind. Ich denke, das ist auch wieder so eine Aufgabe, die ich mir vielleicht so alle 3 Monate mal vornehme, dass ich die Teile dann auch wasche, damit sich dort keine Gerüche festsetzen. Das Gute ist ja, das ist Plastik. Das heißt, dort bleibt eigentlich gar nicht so viel haften. Ja, hier habe ich dann gemerkt, dass ich in dieser Ecke keinen so richtigen Platz hatte, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich es geplant habe. Und dann gefiel mir die eine Ecke da hinten nicht. Und dann kam Alex auf die tolle Idee, da anschließend nochmal so einen Schrank hinzukaufen. Allerdings den nicht so hoch anzusetzen oder so hoch zu bauen, sondern sozusagen den Schrank in 2 Teile zu teilen und das Ganze dann nebeneinander zu stellen. Damit haben wir jetzt auch gleich sozusagen den Tisch, den ich dort haben wollte. Und ich konnte meine Container dort unterbringen. Also jetzt ist es wirklich perfekt und genau so, wie ich es haben wollte. Aber das seht ihr dann auch im Anschluss nochmal. Ihr wisst ja, ich nehme euch immer und überall hin mit. Aber zuerst einmal musste die dreckige Wäsche in die Behälter. Und das war ja schon einfach. Wir hatten schon einiges vorsortiert. Und das musste ich also nur noch reinschmeißen. Aber wie gesagt, inzwischen sind fast alle Container wirklich immer leer. So, und auch den Hauswirtschaftsraum zeige ich euch nochmal. Er ist noch nicht komplett fertig. Diese ganzen Behälter hier sind komplett leer. Wir werden eines davon oben ins Badezimmer stellen, statt dem kleinen Körbchen. Das ist definitiv besser. Hier habe ich schon mal so ein paar Sachen rausgeholt, wie diesen Mop vom Wischmop selbst, damit wir den reinigen. Seitdem ich dieses System hier habe, Leute, ist es so viel einfacher mit der Wäsche. Ihr könnt erkennen, die ganzen Regale sind noch nicht befüllt. Das machen wir nach und nach. Ihr wisst, so eine Sachen sind ein Prozess zu einem Ziel hin. Ich würde sagen, ein bisschen was haben wir schon, allerdings noch nicht alles. Und seitdem wir das mit diesem ganzen Farbsystem haben, ich habe übrigens auch noch keine Sticker gemacht, auch die kommen noch, klappt es auch bei den Kindern viel, viel besser mit dem Einsortieren der ganzen Wäsche. Und ich muss echt gestehen, bis auf die schwarze und weiße Wäsche sind die anderen Container fast leer. Ihr seht's, hier geht's weiter. Hier habe ich auch noch mal so ein bisschen Stauraum. Hier leider nicht, wegen diesem Boiler hier, das hätte nicht gepasst. Und hier sind dann so unsere Wischmops und sowas. Aber ihr merkt ja vielleicht schon, es ist halt echt klasse, ne, wie das jetzt aussieht. Und auch das hier wird natürlich verschwinden. Ich denke, diese ganzen Wäschekörbe werde ich da an die Seite legen, damit man das nicht so sieht, wenn man reinkommt. Und hier kommen dann überall so eine klaren Boxen rein mit einer Aufschrift. Und dann habe ich sowas wie Party, dann ist da Partyzubehör drin, verschiedene Girlanden und so weiter. Geschenke, dann sind da verschiedene Sachen, die man für Geschenke benötigt. Dann werden wir einen Korb haben mit Bad. Dann sind da so Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgele, Shampoos und so weiter drin. Einfach nur so ein bisschen was wie so ein kleiner DM oder wie so ein kleiner Rossmann. Also wie ein kleiner Drogeriemarkt, der da nicht hier drin sein soll. Das hier sieht heute noch ein bisschen chaotisch aus. Wir haben letztes Mal nämlich einiges sauber gemacht und ein paar Sachen neu gekauft. Die kamen noch nicht raus. Das hier werde ich dann sortieren. Allerdings nicht heute. Ich habe heute definitiv genug gemacht. Die Wäsche werden wir auch noch aufhängen. Übrigens hängt jetzt alles draußen, was auch richtig klasse ist. Ja, und dann ging es natürlich auch wieder ans Aufräumen. Ihr wisst, das ist eine Sache, die einfach sein muss. Und ich gehöre definitiv zu den Menschen, die Prioritäten setzt. Das heißt also, ihr wisst, wir haben 2 Stockwerke bei uns, beziehungsweise jetzt ja sogar 3. Seitdem wir den Dachboden jetzt auch einigermaßen hinbekommen haben, was ihr im nächsten Video sehen werdet. Wie gesagt, wir haben in letzter Zeit einen echten Lauf und das heißt, ihr kriegt natürlich super viel Motivation. Aber dementsprechend haben wir jetzt eigentlich 3 Stockwerke, die sauber gemacht werden müssen. Denn das 3. Stockwerk ist auch so ein bisschen als, ja, als eigentlich mein Büro gedacht. Und da muss es natürlich auch sauber sein, denn da filme ich drinne. Aber alles zu seiner Zeit. Wie gesagt, nächste Woche könnt ihr dann sehen, wie toll jetzt der Dachboden aussieht. Ja,
Ich setze meine Prioritäten aber so, dass ich dann sage, wir halten uns ja meistens unten im Erdgeschoss auf und wenn wir Besuch bekommen, dann ist dieser auch immer im Erdgeschoss. Es passiert inzwischen wirklich sehr, sehr selten, dass wir mal Besuch bekommen, der noch nie bei uns war oder der das Haus nochmal sehen möchte. Also, beziehungsweise stimmt nicht ganz. Wenn wir große Änderungen haben, wie zum Beispiel im Hauswirtschaftsraum, dann wollen das die Leute natürlich auch sehen und da habe ich dann auch kein Problem mit. Aber so im Normalfall ist es nicht so, dass irgendjemand vorbeikommt und dann sagt, oh, kannst du mir mal dein Haus zeigen? Diese Zeiten sind vorbei, dafür haben die Leute halt alle inzwischen unser Haus gesehen. Und das Gute ist, manchmal sage ich dann auch immer so, ah ja, das ist ja im Internet, guck dir das Video dort an. Weil ich gerade keine Lust habe, das Haus zu zeigen, weil es halt oben vielleicht nicht gut aussieht. Und ja, worauf ich hinaus wollte ist, ich setze Prioritäten. Das heißt also, im Erdgeschoss mache ich wirklich tagtäglich sauber. An manchen Tagen muss ich 2-3 Mal ran, an anderen Tagen mache ich es nur einmal unten, weil ich einfach keine Zeit habe, mich noch ein 2. oder 3. Mal ums Wohn- und Esszimmer zu kümmern und so weiter. Das heißt also, es kann gut möglich sein, dass wenn ich heute zum Beispiel unten im Erdgeschoss aufräume, dass es zum Abend hin wieder super chaotisch aussieht und am nächsten Tag wirkt es nicht mehr so, als ob ich überhaupt irgendwann mal aufgeräumt hätte. Das ist aber auch, denke ich, ein ganz, ganz normaler Ablauf für viele Eltern. Zumindest für die Eltern, die ihren Kindern erlauben, rumzuspielen und dies nicht so eng sehen mit dem Aufräumen. Ich habe euch ja schon erzählt, inzwischen ist es so, dass ich zum Beispiel zum Abend hin sage, vor dem Schlafengehen wird die Spülmaschine nochmal ausgeräumt oder wieder eingeräumt. Das macht meistens Max. Dann muss der Boden gesaugt werden, das müssen beide machen und das Spielzimmer muss Emma aufräumen. Das sind so Handgriffe, die versuchen wir wirklich jedes Mal umzusetzen. Aber meine Kinder sind halt auch keine Roboter und so geht es mir auch. An manchen Tagen lasse ich sie dann einfach. Dann sage ich, hey, wir kümmern uns am nächsten Tag drum und dann mache ich das dann vielleicht doch selber. Also da kommt es immer drauf an, wie ich lustig bin oder wie meine Laune gerade auch an dem Tag ist. Denn wenn es sich dann natürlich 2-3 Tage so hinzieht und wir am Abend nichts machen mit den Kindern zusammen, dann bin ich natürlich am 4. Abend schon etwas, ich will nicht sagen gereizt, aber dann habe ich so einen Punkt erreicht, an dem ich sage, wir müssen definitiv jetzt mal ja, das Haus wieder in Angriff nehmen und ihr müsst helfen. Denn ganz alleine schaffe ich das Ganze nicht mehr. Ich habe gelernt, in der Zeit, wo ich zu Hause bin, Hilfe anzunehmen, öfter auch mal nach Hilfe zu fragen und auf jeden Fall die Kinder und auch Alex mehr mit einzubeziehen. Alex ist ja jetzt im Garten eigentlich schon so ziemlich durch. Ich würde sagen, es gibt zwar hier und da noch so ein paar Handgriffe, die er erledigen muss, aber im Großen und Ganzen haben wir alles geschafft. Das war im Vorfeld ja so das Problem, dass wir alles im Sommer erledigt haben wollten, damit es dann im Herbst, Winter rum einfacher wird, weil wir da nämlich nicht mehr viel draußen machen können. Und das ist halt sozusagen der Grund, warum es hier so war, wie es halt war. Man ist halt zu zweit, aber es gibt halt auch super viele Aufgaben im Haus. Deswegen haben wir es uns so aufgeteilt, dass der Haushalt sozusagen an mir hängen blieb und Alex musste sich dann um den ganzen Rest kümmern. Unter anderem ja auch um den Garten. Und hier seht ihr zum Beispiel, glaube ich, gleich die letzte Ausbeute aus dem Garten. Das sind einmal Tomaten und Gurken. Darunter sind auch noch Paprikastückchen. An dem Tag habe ich mich nicht mehr drum gekümmert, aber am nächsten Tag. Und den Clip habe ich euch dann aber auch noch mit eingefügt. Zuerst wollte ich aber die Küche sauber machen. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es jetzt zum Herbst-Winter hin wirklich um einiges angenehmer ist. Die Kinder helfen viel, viel mehr mit, was aber auch ihrem Alter geschuldet ist. Sie sind halt einfach älter und können deshalb auch mehr machen. Und Alex ist natürlich auch des Öfteren mal zu Hause und nicht mehr draußen am Arbeiten, sodass er auch mal öfter mit anpackt. Und das ist halt wirklich seitdem viel einfacher. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kriege langsam richtiges Herzflattern, wenn ich dran denke, dass ich wieder zur Arbeit muss. Das ist nichts, dem ich entgegensehne. Und ich würde das am liebsten komplett verdrängen. Ich versuche das gerade nicht so an mich ranzulassen, weil ich ja noch 2 Monate zu Hause bin und die Zeit noch genießen kann. Aber ich kann mir halt einfach nicht mehr vorstellen, zur Arbeit zu müssen. Ich finde, ich habe schon so einen Vorgang, wie ich jeden Tag zu Hause umsetze, was genau ich machen möchte und so weiter. Und da weiß ich gar nicht mehr, wie ich das mit der Arbeit vereinbaren muss. Aber ich will ja nicht meckern. Ich habe ja wirklich eine super Position, in dem ich überhaupt einen Job habe, wo ich Geld verdiene. Und dass ich mir mein Hobby ja zum Beruf sozusagen gemacht habe und mir diese Auszeit nehmen konnte. Das war natürlich kein Ausgleich zu meinem Gehalt oder zu den üblichen Einnahmen, die wir in der Zeit hätten. Aber hey, was soll's? Gesundheit geht vor. Und dafür war ja dieses halbe Jahr Auszeit gedacht gewesen.
Und ja, aber wie gesagt, das ist halt echt etwas, vor dem ich immer so ein bisschen Bammel habe, wenn ich drüber nachdenke oder wenn mir wieder der Gedanke kommt. Denn häufig versuche ich es zu verdrängen, aber ihr wisst ja, es klappt nicht immer. Und man kann sich noch so viel einreden und sagen, oh, ich denke jetzt nicht drüber nach, aber dann denkt man erst recht drüber nach. Ja, das ist halt so momentan das, was mir so ein bisschen Unruhe bereitet oder wo Unruhe reinkommt, wo ich das einfach merke, dass ich abends wieder schlechter schlafe, dass ich schlecht in den Schlaf finde. Ich denke, das wird sich ändern, wenn ich erstmal weiß, auf welche Stelle ich komme oder auch in welches Amt. Ich denke, das macht die Sache dann einfacher. Momentan ist es so dieses Ungewisse, was einen so ein bisschen wahnsinnig macht. Aber wie gesagt, 2 Monate ist es noch hin, aber ich weiß, dass diese 2 Monate verfliegen werden. Vor allen Dingen, weil wir ja wieder Weihnachten zwischendrin haben. Das wird dann wieder etwas stressiger und einfach, das sind so Tage, wisst ihr, die verfliegen dann richtig. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade mal seit 2, 3 Wochen zu Hause. Dabei sind schon fast 4 Monate vergangen und das macht sich halt auch nicht wirklich bemerkbar. Und so wird es halt auch mit den 2 Monaten laufen. Ja, ihr habt ja hier gesehen, ich habe eine Aufgabe wahrgenommen, die ich gar nicht mag. Und das ist das Geschirr oder generell irgendwas per Hand abzuwaschen. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe echt schon überlegt, ob es daran liegt, dass ich mir dann sozusagen die Hände nass mache und sie dann voller Schaum sind oder was es sein mag. Es ist nicht meine Lieblingsaufgabe. Trotzdem, und das wisst ihr, muss sie erledigt werden, damit das Haus sauber ist. Denn das ist etwas, was ich liebe. Ich liebe es einfach, nach Hause zu kommen oder auch nur von oben nach unten zu gehen und einfach dieses Gefühl von zu Hause zu haben. Und das habe ich meist nur, wenn das Haus aufgeräumt ist. Ich mag es nämlich nicht, dass dann alles so super chaotisch ist. Ja, dann wurden die Flächen gereinigt. Ihr wisst, wie ich da vorgehe. Und auch meine Herdplatte. Das habe ich euch allerdings nicht weiter gezeigt, denn ihr habt ja dort auch gesehen, der Fokus der Kamera ist dann wieder irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das einstellen kann. Ich bin ja generell nicht der Typ für irgendwas Technisches, ne? Also alles, was so mit Internet oder irgendwelchen Geräten zu tun hat, ist absolut nicht meins. Deswegen fällt mir halt alles so schwer mit dem Online-Shop, bei dem ich ja immer noch dran bin. Leute, ich habe das Ganze über Shopify gemacht, weil ich nämlich eine eigene Webadresse haben wollte, sodass ihr dann einfach nur meinen Namen eingeben braucht und dann habt ihr das sozusagen raus. Wenn ich das Ganze über Amazon verkaufen würde, habe ich halt ja dann das Geschäft über Amazon. Dann gibt man ja nur bei Amazon den Namen ein und das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber Shopify ist so verdammt kompliziert eingerichtet oder es muss so kompliziert gemacht werden, dass ich da einfach nicht klarkomme. Ich bin ständig am Lesen, wie ich was machen muss, bei jedem einzelnen Schritt und es gibt hunderte Schritte. Ja, naja, deswegen dauert das halt alles so lange. Aber wie gesagt, Alex und ich sind dran und eigentlich wollten wir den Online-Shop schon vor 2 Wochen eröffnen und ich denke, das wird jetzt nächste Woche passieren, aber erst nach der Halloween-Feier. Ich muss das erst alles überstehen, weil ich nämlich die Verbindung zur DHL oder zur Post nicht hinbekomme mit der App, sodass ich meine Etiketten nicht bedrucken kann, wir sie dann per Hand schreiben müssen. Deswegen will ich das Ganze dann erst machen, wenn wir sozusagen die Feiertage hinter uns haben. Halloween findet ja dieses Jahr bei uns statt und dann soll es einfach sozusagen alles vorbei sein, sodass Alex und ich dann die ganzen Adressen per Hand eintragen können. Und dann haben wir es hoffentlich. Also wie gesagt, ich werde euch aber definitiv auf dem Laufenden halten. Ich denke, ich werde das hier in Short-Form machen, dass ich euch dann hier so ein kleines Short-Video einfüge, wo ich dann einfach nur sage, dass der Shop eröffnet ist und euch die Webadresse zur Verfügung stelle. Und ja, also für all diejenigen, die immer fragen, es tut mir wirklich so leid. Ich wünschte echt, ich hätte das nicht so früh gesagt, wie ich es getan habe. Denn ich habe wirklich damit gerechnet, dass das Ganze viel schneller, ja, vorangeht, als es das letzten Endes tut. Und es hängt ja eigentlich nur, zumindest momentan, an dieser Website. Ja, dann ging es übrigens weiter an diese ganze Ausbeute aus dem Garten. Ich musste unbedingt die Tomaten verarbeiten. Ich musste schon etliche wegschmeißen, weil die einfach richtig, richtig schlecht waren. Also die waren richtig wabbelig. Und ich hatte nichts, was ich mit denen machen konnte. Also ich wollte erstmal Ketchup machen, denn wir hatten super viele Tomaten. Und dann habe ich aber irgendwie den Zeitpunkt verpasst, weil ich mir immer kein Rezept rausgesucht habe. Und so wurden die dann mit der Zeit schlecht und ich musste sie entsorgen. Ich habe dann hier auch noch dasselbe übrigens bei den Gurken. Also da hat sich nichts sozusagen geändert bei den Gurken. Beides war gleich. Die Paprika musste ich auch noch schnell verarbeiten. Die eine war komplett schimmelig innen drin, aber die anderen waren gut.
Deswegen habe ich die anderen dann in Streifen geschnitten und die dann in den Kühlschrank gelegt. Aber an dem Tag habe ich dann sozusagen einen Tomaten- und Gurkensalat zubereitet. Und ihr seht nochmal ja gesondert in dieser Schüssel bzw. in dem Teller die Tomaten. Die habe ich dann für die Schupfnudeln vorbereitet. Meine Schupfnudeln mache ich ja super gerne mit Tomate und Schafskäse. Und an dem Tag hatten wir aber keinen Schafskäse, sodass ich den Mozzarella benutzen musste. Aber ist auch nicht wild, schmeckt auch super gut. Und ja, ich war nur froh, dass ich endlich alles verarbeitet hatte und dass wir dann im Anschluss nicht mehr ganz so viel wegschmeißen mussten, wie ich befürchtet habe. Ja, und weil ich sowieso gerade so in diesem ganzen Prozess mit drin war, habe ich mich gleich an die Weintrauben gemacht und diese ebenfalls nochmal in so eine Box gelegt zum Verzehr. Die gingen auch gleich an dem Tag weg. Also wenn irgendwas vorbereitet ist zum Essen, dann geht es super, super flott. Ja, ich wünschte nur, ich hätte das mit den Zucchinis auch gemacht, aber nun ja, was will man machen? Die muss ich dann definitiv wann anders machen. So sah das Ganze aus. In die Paprika kam übrigens noch Wasser, damit das Ganze besser hält. Dann habe ich im Kühlschrank auch noch gesehen, dass ich noch eine rote Paprika hatte, also habe ich die auch nochmal fertig gemacht. Und dann wurde nur noch sozusagen der Salat fertig gemacht. Also habe ich die Gurke nochmal so ein bisschen geschnitten, und zwar die ganz normale von Lidl, nicht die aus dem Garten. Dann kam noch etwas Schmand und Salz mit rein und schon war der Salat fertig. Und im Anschluss habe ich nur noch die Schupfnudeln gemacht und dann konnten Alex und ich auch schon essen. Das sind echt so Tage, die ich mag. Wisst ihr, man muss nicht viel machen. Es läuft von selbst und man hat trotzdem was, was lecker ist. Ja, das war das Ergebnis in der Küche. Das sind so die Aufnahmen, die ich am meisten genieße, wenn dann alles strahlend weiß ist und glänzt und alles so sauber. Es ist total meins. Ja, anschließend ging es dann weiter in den Flur. Und ihr seht ja schon, es lag halt echt einiges rum. Wir haben an diesem Tag auch noch die ganzen Winterschuhe von Emma rausgeholt. Für Max hatten wir welche gekauft. Für Emma, die hat ja super viele von meiner Cousine bekommen. Das heißt, die haben wir dann aussortiert. Und Emma hat dann diese zwei Schubladen sozusagen erhalten. Hier musste ich dann ihre anderen Schuhe mit hineingeben, die für den Sommer gedacht sind. Denn eigentlich hätte ich sie gleich weglegen können. Aber ich denke mir halt immer, wer weiß, wie schnell ihre Füße wachsen. Wobei ich euch sagen muss, zum Sommer hin passen die Sachen ihr definitiv nicht mehr. Aber ist egal. Die kamen erstmal in so eine Box, die dann hochkommen sollte auf den Dachboden. Dort haben wir momentan, ich glaube, 4 Kisten für Emmas Klamotten. Und Max hat seine zu großen Klamotten in seinem Schrank, denn er hat nicht ganz so viele. Er hat leider keine größeren Cousins, von denen er die Klamotten kriegt. Das heißt, für ihn müssen wir die Sachen immer nachkaufen. Und bei Emma haben wir halt nur so viel, weil sie von 2 meiner Nichten die Klamotten bekommt. Also wir kaufen ganz, ganz selten mal etwas nach. Es ist wirklich so, dass Emma fast alles ausschließlich von ihren Nichten trägt. Ja, dann wurde nur noch alles hochgebracht. Ein paar Sachen kamen auf die Treppe, einige Sachen kamen in dieses Schränkchen, weil ich damit unbedingt noch was für Halloween machen wollte. Und ihr seht, dass dieses Video zum Beispiel noch vor der Halloween-Deko entstanden ist, denn mein Skelett fehlt auf diesem Staubsaugroboter. Ja, hier seht ihr übrigens ganz genau, wie sich manche Dinge ergeben. Ich habe dort in einen Schrank geguckt und habe festgestellt, dass es wieder katastrophal aussah. Deswegen wollte ich das dann in Angriff nehmen und das Ganze nochmal aussortieren. Das ist so ein Bereich, den Emma super liebt. Sie mag es, ihre ganzen Klammern und ihre Haarspangen und die Haargummis, wie sie es nennt, schön zu sortieren. Sie sortiert nur leider nicht. Sie holt alles raus und dann wird einfach alles auf die 2 Boxen verteilt, ohne irgendwie mal was vorzusortieren. Und ich habe dann das Problem, dass ich sie natürlich morgens fertig machen muss und nichts wiederfinde, was sie gerade haben möchte. Deswegen habe ich hier dann wieder mal alles sortiert. Das heißt, in eine Kiste kamen ihre Klammern rein, in die anderen die Haargummis und in die anderen die russischen Haargummis, die sie eigentlich niemals trägt. Deswegen kamen sie nach hinten. Und natürlich kamen dann auch noch die Bürsten mit hinein. Die habe ich dann nochmal von den Haaren befreit, bevor sie reinkamen. Und dann ging es an das nächste Fach. Oh ja, das ist unsere Krimskrams-Kiste, wie ich das immer nenne. Ich sortiere das vor, bin dann immer super stolz auf mich, weil es richtig, richtig klasse aussieht. Und dann fangen wir wieder an, ach ja, das stellen wir da nochmal mit rein, weil wir brauchen das ja morgens. Das kommt dann noch mit rein, denn das brauchen wir morgens. Eigentlich gehört sonst nichts in diese Kiste, bis auf dieses kleine Fach hier mit den Schlüsseln, wie ihr hier sehen könnt, und diese kleine Box hier mit den ganzen Stiften. Und mehr kommt da eigentlich nicht rein. Beziehungsweise ich habe hier in dem Fall noch die Sonnenbrillen mit hineingegeben, denn die brauchen wir jetzt im Winter nicht. Und ich habe sonst aber nichts, wo die hinkommen können. Und so sind sie wenigstens alle auf einem Haufen und ich weiß ganz genau, wo sie sind.
Aber ansonsten kommt da halt eigentlich nicht wirklich viel rein. Bis auf sowas noch wie Taschentücher und Alex Portemonnaie und sowas. Aber das sind halt so Kleinigkeiten. Und es wird einfach immer richtig schlimm. Also je länger ich die Zeit verstreichen lasse, desto unordentlicher sieht es da drinnen aus. Ich hatte das Gefühl, ich habe erst vor kurzem dort drin aufgeräumt, aber ich muss gestehen, das ist bestimmt auch schon ein Jahr her oder so. Die Zeit läuft doch schneller, als man denkt. Aber es hat Gott sei Dank nicht ganz so lange gedauert. Aber ich konnte trotzdem zwei Sachen an dem Tag sozusagen von der Liste streichen. Und so war dann das Ergebnis. Einmal von der Seite und einmal nochmal von der. Ich zeige euch natürlich auch noch die Regale von innen drin oder die Schubladen besser gesagt. So sah das Ganze dann aus. Sieht vielleicht für den einen oder anderen unordentlich aus, war es aber gar nicht. Und das war's dann. So ihr Lieben, das heutige Video ist nun vorbei. Wir haben hier gerade alles fertig gemacht für Maxis Geburtstagsfeier. Das heißt, wir warten jetzt nur noch, bis der Besuch kommt. Ihr habt gesehen, dass wir in diesem Video einiges geschafft haben. Nicht nur, dass wir hier das Erdgeschoss aufgeräumt haben und auch shoppen waren und auch den Wocheneinkauf erledigt haben. Aber, und das ist der größte Teil dieses Videos, wir haben es jetzt endlich geschafft, den Hauswirtschaftsraum so zu gestalten, wie ich ihn haben wollte. Ihr habt auch gesehen, wir sind gerade in so einem Zwischenstadium. Das heißt also, wir haben sozusagen den wichtigsten Bereich, das was die Wäsche betrifft, fertig. Aber uns fehlen noch die Boxen für die einzelnen Kategorien. Das ist ja das, was ich euch ganz oft erzählt habe in dem Video. Das ist das, was uns noch fehlt. Aber macht euch keine Sorgen. Ihr wisst ja, ich nehme euch immer wieder mit. Das heißt also, ihr werdet den Teil auch sehen. Bloß dann in den kommenden Videos. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen, vielen lieben Dank. Bis dann.